Ich kenne das und herzlich willkommen zu einer oder zu der ersten Folge im Grunde. Half-Life 2, Episode 1, Folge 1. Also legen wir einfach mal direkt los, ne? Auch in der Cinematic-Mod-Variante von Fake Factory. Schade. Gut. Dann kommt halt der Ladebalken noch davor. Aber wir sind hochmotiviert. Die Episoden habe ich auch tatsächlich nicht so häufig wie das Hauptspiel durchgespielt. Ich glaube, ich habe sie Episode 1 nur zweimal gespielt, aber natürlich auch nicht in dieser Version, so wie sie hier vorzufinden ist. Ich weiß nur, dass sie an ein paar Stellen extrem scheiße. Ich mag sie nicht. Da finde ich Episode 2 besser. Und Episode 3 warten wir alle noch drauf. Was ja dann gleichzeitig Half-Life 3 sein soll. So, jetzt sind wir mal gespannt. Erklären Sie mir das, Dr. Freeman. Sie haben so viel zerstört. Aber was haben Sie dafür getan? Fällt Ihnen überhaupt etwas ein? Dachte ich mir. Okay. Wir werden schon sehen. Oh, wir sind verschüttet. Siehst du was da? Doc, ich glaube, hier ist was. Cool. Lass alles fallen und hilf mir hin. Oh mein Gott. Gordon. Ich bin ah, so besorgt. Alex. Hey, das Gravitron. Gib es ihm, Doc. Ja, gib mir das Gravitron. Danke. Schau, Gordon. Doc sich auch. Man sieht's. Ja. Okay, Doc. Wirf den Monitor an, damit wir uns bei Dad melden können. Er wird sich schon Sorgen machen. Er war sicher, dass ich dich nicht hier finden würde. Die Zitadelle ist kurz vorm Ende. Ich weiß nicht, wie wir da rausgekommen sind. Ich erinnere mich nur noch an Bruns Fall. Eine Explosion und dann... Und plötzlich buddelte mich Doc aus den Trümmern. Alles sehr merkwürdig. Das ist doch nicht merkwürdig. Die Worte uns haben uns geholfen. Das ist Dad. Wir versuchen schon seit Stunden. Ja, komm schon. Du liegst hinten. Hörst du mich? Alex! Alex, kommen! Moment, ich verstehe dich so schlecht. Hey Doc, hilf mir mal. Wie süß! Okay. Ein wenig nach rechts. Ja, und stopp. Perfekt. Dad. Alex, wo bist du? Oh Gott, sag mir, dass du nicht in der Stadt bist. Noch nicht ganz. Was? Aber Dad, wir haben ihn gefunden. Du hast Gordon? Unfassbar. Wir haben das Signal des Schutzanzugs empfangen. Da mussten wir nur noch graben. Hör zu, ihr zwei müsst unbedingt aus der Stadt raus. Die Zitadelle geht jeden Moment hoch. Das geschieht.
geschieht auf jeden Fall, fürchte ich. Der Prozess hin zu einer Entladung dunkler Energie hat sich laut Sensoren beschleunigt. Jeder in der Nähe würde energetische Einwirkungen ausgesetzt, über deren Auswirkung ich noch nicht einmal spekulieren kann. Kleiner, es reicht! Dad? Oh je, Eli, tut mir leid, aber es gibt doch keinen Grund zur Panik. Alex ist jetzt bestimmt in Sicherheit. Nein, wir sind noch in der Zitadelle. Was? Oh je, so viel Zeit haben wir nicht. Der Kern steht unmittelbar vor dem Bruch. Man kommt nicht nah genug heran, ohne zunächst... Nun, nur ein direkter Eingriff am Kern könnte die Reaktion jetzt noch irrsinnig verzögern. Also, hineingehen? Am Kern selbst, ja. Aber diese Option ist zu gefährlich. Die Kammer ist ein reiner Strahlenherd. Du hast doch den Schutzanzug. Wenn wir einen Weg in die Zitadelle fänden, könnten wir vielleicht... Alex, nein! Aber Dad! Izzy, bring du sie zur Vernunft. Ich bedauere, Eli, aber anders geht es nicht. So könnten wir mehr Bürger evakuieren. Wir schaffen das, Dad. Okay, Alex, okay. Versprich mir, dass du keine unnötigen Risiken eingehst. Versprochen. Hab dich lieb. Ich dich auch, Kleines. Ich bete für dich. Und Gordon, pass auf mein Mädchen auf. Ich zähle auf dich. Keine Sorge. Ich bin bald zurück. Ja. Keine Sorge. Also man muss sagen, die sieht halt nicht übertrieben aus, ne? Die sieht sehr natürlich menschlich aus. Mal sehen, ob es vom Rand aus einen Weg hinein in die Zitadelle gibt. Doc, hilfst du mir mal? Danke. Naja. Okay, Doc, lauf vor und warte am anderen Ende des... Wäre sie da hinten rüber geklettert, wäre sie besser bei weggekommen. Wow. Ja. Ganz schön steil. Du zuerst, Gordon. Ich zuerst. Na, danke. Boah, lass mich mal durch. So, hier mal ein bisschen ducken. Das ist natürlich eine sehr herzergreifende Szene gerade eben gewesen. Und jetzt? Hallo? Was macht Doc so lange? Doc! Doc! Ich nehme mal an, da werden wir bald landen. What? Wow! Gott allmächtiger, Doc! Doc! Doc, alles okay? Gott sei Dank. Hast du mich vielleicht erschreckt? Bleib jetzt bei uns und hilf uns rüberzukommen. Genau. Ich möchte nämlich da rein. Waren wir hier nicht schon mal? Kann ich nicht sagen, ob wir hier schon mal waren. Na Doc? Was meinst du? Vorschläge? Doc, also echt. Die Zitadelle zu bewerfen bringt uns auch nicht weiter. Man nicht muss bewerfen. Rüberkommen. Aber wie? Wie wär's mit... Doc? Doc, wo willst du hin? Hab ich was gesagt? Ja. Doc, was soll denn... Ich glaube, er läuft da durch auf. Wow! Alter! Pass mal auf! Das war eine Tür! Hoppa! Hey Doc, das war ganz schön knapp. Was ist denn in dich gefahren? Ich sehe nicht, wie uns das weiterbringt. Ich schon. Na langsam. Oh nein. Das meinst du doch nicht im Ernst. Oder? Tja. Gordon. Fällt dir was Besseres ein? Vertrauen wir ihm. Er weiß, was er tut. Das weißt du doch. Ich will, dass du so schnell wie möglich da rauskommst. Such Dad.
ja schon gut. Du wirst mir auch fehlen. Mach dir keine Sorgen. Der Ton ist etwas vor. Wahrscheinlich durch diesen Bug, der da gerade eben war. Hi. Gleich geht's los, Boden. Okay, Doc, los geht's. Bevor ich's mir... Okay. Achtung, festhalten. Wow. Au. Phew. Hey, guter Wurf, Doc. Geh jetzt, mach schon. Du kommst schon gut. Können wir jetzt mal aussteigen? Wow. Festhalten! Alter, Achterbahn ist halb so schön. Die immer mit ihrem Pew. Jetzt sind wir wieder hier im Todesstern. War ja klar, dass ich den Damage abbekomme, ne? So, das war mal die Einleitung. Wir sehen uns gleich wieder.